Ja, hallo, liebe Freunde der norwegischen Sprache und Kultur. Christian hier. Ja, ich wollte ein Video machen zum Thema Darüber lacht Norwegen oder die Norweger. Und ich wollte diesmal eine kleine Perle aus der norwegischen Comedy-Fernsehgeschichte rauskramen. Das ist ein alter Sketch aus den 60er Jahren. Aber erstmal eine kleine Einleitung. Ja, mich hat es diese Woche erwischt. Ich musste zum Zahnarzt. Ich hatte eine Infektion bekommen und da ging auch gar nichts mehr. Also ich musste hin und ja, in Norwegen muss man die Zahnarztrechnung selber bezahlen. Also ab dem 16. Lebensjahr. Und das kann ziemlich teuer werden. Deswegen habe ich mich auch immer ein bisschen gesträubt. Ich wusste, da war was, aber ja, man zögert dann doch bis zum letzten halt. Aber dann ging es nicht mehr. Da habe ich dann auch meine Erfahrung gemacht. Ja, aber der Zahnarzt war sehr freundlich, sehr gut. Hat auch schon gelächelt. Weil ich dann meine Karte rauszücken musste. Nein, Scherz beiseite. Aber ja gut, der Zahnarzt ist in Norwegen. Bis zum eigentlich 16. Lebensjahr, glaube ich, so ist das. Ist das gratis, also es wird vom Staat gefördert oder bezuschusst oder wie auch immer, also es ist gratis. Aber ab dann muss man halt alles selber zahlen. Ja, das war so eine kleine Einleitung zu diesem Video, was ich gerne, oder zu diesem kleinen Clip, was ich gerne präsentieren möchte. Das ist der, das heißt Hustarnlegen beim Zahnarzt. Das ist ist in Schwarz-Weiß gedreht, ein kleiner Sketch. Ich glaube, der müsste so Ende 60er sein. Gespielt von Rolf Wesenlund. Er ist der Zahnarzt. Und der Patient ist Harald Heidesteen, den ihr schon vielleicht in den U-Boot-Kapitän kennt. Und die beiden haben zusammen sehr viele Sketche und Filme auch zusammen gedreht. Das war so ein, wir nannten das mal ein Radarpaar, also die gehörten irgendwie immer zusammen. Rolf Wesenlund hat auch eine eigene Serie, eine sehr bekannte norwegische Serie gedreht, das ist Fleksnes. Also wenn ihr da Interesse habt, das ist so wirklich, das ist so, wenn man den Norweger kennen möchte oder so ich weiß auch nicht, wie die Volksseele oder so dieser typische Norweger, dann guckt euch mal Fleksnes an. Hervorragend gespielt von Rolf Wesenlund, der jetzt hier auch den Zahnarzt spielt, wie gesagt. Er spielt einen sehr, ja, wie soll man sagen, einen sehr rechthaberischen Zahnarzt. Und man sieht auch, dass er so seine Macht dann auch sehr schön ausspielt mit seinem Bohrer. Und hat auch halt Stern, der Patient, der hat ihm halt nicht so viele Gegenargumente, wenn er halt diesen Bohrer im Mund hat. Das ist herrlich. Ich habe diesen Clip auch untertitelt. War jetzt aber nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn man mit einem Bohrer im Mund denkt, da ist es nicht immer einfach zu verstehen, was er versucht da rauszumurmeln. Ich wollte da auch ein paar kleine Hinweise geben, damit zum besseren Verständnis. Ganz am Anfang begrüßt der Zahnarzt Harald Heidesteen mit dem Satz der Rüschler Ogor. Ja. Ich habe es übersetzt mit und läuft's oder sowas wie läuft so. Weil Rüschle heißt irgendwas wie schlendern und gor, also gehen. Ne? Es schlendert und geht. Also es ist so ein sehr besonderer norwegischer Ausdruck. Also es wird meistens im Zusammenhang mit irgendwie, ich sag mal, ein Gebrauchtwagen, ja, der klappert und es raschelt, aber läuft. Ja? So in dem Sinne ist das zu sehen. Das Hauptthema hier, worüber die beiden sprechen während der Behandlung, ist ein Automodell, das heißt Volvo Amazon. Der Volvo Amazon, das war so ein
quasi Volkswagen in Skandinavien, so in den 60ern bis in den 70ern, würde ich sagen. Also ein sehr, sehr häufiges Modell. Also das ist wie der Käfer letztendlich. Volvo Amazon. Also da gibt es eigentlich keine Zweifel. Aber ja, so viel eigentlich dazu. Ich denke mal, den Rest kann man sich auch, wenn man nicht alles versteht, oder ihr nicht alles verstehen könnt oder wie auch immer, dann ihr wisst schon, schon allein durch die Gestik, also die Gestiken, kann man schon vieles erkennen. Ich finde es super lustig, wie gesagt, das ist ein absoluter Klassiker. Und irgendwie auch zeitlos, finde ich. Der ist zeitlos. Das ist ja, er ist irgendwo ein bisschen minimalistisch, aber wirklich, kann man sich immer wieder anschauen. Und wie gesagt, da kommen auch wieder so klassische Sätze raus, die immer noch nachgesprochen werden. Also dann wünsche ich euch viel Spaß damit, mit Hustanlegen. Und ja, dann würde ich sagen, ich genieße jetzt hier nochmal die herbstliche Kulisse hier in der norwegischen Natur. Ja, es wird langsam kühler. Ja, es ist ja schon einstellig. Es ist nass. Aber ich lasse mir nicht die Laune verderben dadurch. Machen wir das Beste draus. Also, bis dann. Viel Spaß. Ciao. Søster, da gjør vi klart rotfylling her. Da binder vi armene hans, han får opp disse skal jeg få.
Søndag morgen halv seks. Nei, det passer bra, det. Ja, takk, vær så god, neste.